Im Brunnenviertel gibt es zahlreiche Bewegungsangebote. Angefangen mit den Ballspielen auf dem Gartenplatz. Wie im letzten Jahr bieten Trainer des Sportvereins Viktoria Mitte jeden Dienstag Fußball und jeden Donnerstag Tischtennis und Pool an. Ohne Anmeldung und ohne Kosten können Jugendliche und Kinder einfach vorbeischauen und mitmachen. Informationen zu Vereinen, Bewegungsangeboten und Sport im Kiez gibt die Kiez-Sportlotsin Susanne Bürger jeden Montag von 17 bis 19 Uhr im Timeout in der Putbusser Straße 28. Gerade werden Bewegungsparcours errichtet. Das heißt, neue Bewegungselemente sind in einigen Höfen der DGW entstanden. Die Mieter wurden in die konkrete Gestaltung einbezogen. In einem Hof wurden die Kraftelemente in Zusammenarbeit mit dem Trainer das Freizeitboxen von Hertha BSC gestaltet. Geplant ist ein Eröffnungsfest und viele kleine Aktionen für alle. Die Ausleihstationen für die Ausleihboxen sind weiterhin nutzbar. Neu ist die Station im Ost-West-Café. Am Café Enjoy am Venetaplatz ist eine wetterfeste und abschließbare Box im Außenbereich geplant. Seit 2006 gibt es im Brunnenviertel ein Projekt, das das Prinzip Jugendliche machen Projekte für Jugendliche sehr erfolgreich praktiziert. Dieses Projekt heißt WIP-Jugend und ist im Timeout angesiedelt. Vor 2 Jahren haben die Jugendlichen sogar einen eigenen Verein gegründet, um ihre Arbeit selbst organisiert durchführen zu können. Am Donnerstag, 21. Mai, startet von 16 bis 18 Uhr eine Pflanzaktion auf dem Spielplatz am Gartenplatz. Auf Initiative einer Quartiersrätin werden gemeinsam mit Eltern und Kindern mehrjährige Sträucher und Stauden gepflanzt. Ein Stück Garten zum Mitnehmen heißt es am Donnerstag, 28. Mai von 17 bis 19 Uhr vor dem Stadtteilbüro Jasmunder Straße. Mit Unterstützung der Mauergärtner vom Mauerpark werden kleine Hochbeete gebaut, gemalt und gepflanzt. Die Anwohner sind herzlich eingeladen. Viel los ist wieder im Familienzentrum. Der aktuelle Newsletter nennt unter den besonderen Highlights das internationale Kinderfest, das Sommerfest der Vätergruppe, das mehrsprachige Bilderbuchkino und ein Fest zum Ramadan. Alle Kurse von Rückbildung bis Deutsch für Mütter und vieles weitere mehr findet man im Familienzentrum in der Wattstraße 16.